Willkommen zurück, Leute. Ich habe eine neue Taktik entwickelt, mit der es ein bisschen einfacher für mich geht. Mal, ihr seht es vielleicht schon. Ich habe die Kugel, die Kanone nicht weggesprengt, aber weggeschleudert. Und ich denke mal, ja, wir werden gleich bestimmt nochmal eine Gelegenheit haben, das zu sehen. So, weil es ist das gleich bekacker. Prinzipiell bin ich einfach nur mit meinem Wurm dahin gesprungen, kurz davor halt gelandet. Und dann hab ich halt meine Explosion die Kanone weggeballert. Jetzt einfach, naja, sagen wir mal, einfach nur schwingen, so, ne? Schwingen, hopp. Einfach nur schwingen, wie wir es im Tutorial, wie wir es im Tutorial letzte Folge gelernt haben. Ich muss halt nur hochkommen. Oh mein Gott. Ich muss nur hochlanden. Perfekt. Und jetzt. Okay. Und jetzt einfach runter. Nicht nein! Okay. Ah, ich bin noch gut drauf. Alles gut. Alles gut, wir schaffen das. Ich krieg das jetzt hin. So. Hier einfach einsammeln. Das ist natürlich so ein bisschen mit ein bisschen anderem Glück verboten, das Ding da wegzumachen, aber. Ich konzentriere mich mehr darauf, mit Marvin das Geschütz da wegzukriegen, als halt nicht so. Und dann nicht direkt am Rand springen, sondern es halt so ein bisschen daneben lande. Das Geschütz schießt nicht auf mich, weil ich schon tot bin oder so, keine Ahnung. Und damit schleudern wir das Ding weg. Das ist auch so gedacht, ich weiß nicht. Solange es funktioniert auf jeden Fall so, ne? Und ich meine, man sagt mal so, der Wurm hat, glaube ich, nicht ohne Grund ein paar mehr Leben, so. Wahrscheinlich sogar. Okay, geil. Das wäre natürlich wild gewesen, wenn ich es jetzt geschafft hätte, aber irgendwie wollte ich das ja auch nicht, damit ich euch das nochmal zeigen kann, was ich hier gemacht habe. Okay. Gott, ganz entspannt, ganz entspannt. Uhu. Jetzt bitte. Oh Gott, nicht so tief so. Ah, fuck. Also ja. Ich verstehe mein Problem, ich bin nicht richtig geschwungen. Ich muss so ein bisschen mich länger machen und mich sonst schwingen. Ich hab auch mehr als meine 10, meine 5 Schwünge. Hab mir ja schon gesehen. Einfach noch einen Fehler machen, dann klappt das schon. Ach ja, was mir auch gerade einfällt, ich habe dann auch nach der letzten Folge dann im Trainingsmodus diese 2 Trophäen geholt. 1000 mal schwingen und 200 Napalmbomben, Benzinbomben werfen. Das haben wir auch. Das heißt, was ich dann doch realistisch finde, ich sag, wir kriegen hier irgendwie eine Trophäe hier für viel Schaden machen mit den Fässern so. Und halt durchspielen wäre cool. Ah ja, und dann können wir natürlich auch im Shop 2000 Dollar ausgeben. 2000 Münzen können wir dann nach dem Level hier auch anscheinend machen so. Und ja, cool wäre dann halt noch durchspielen. Also, im Sinne von alle Missionen schaffen, das wäre wild, so. Ich schaff das. Ganz entspannt, so ein bisschen schwingen. Gott. Ha, irgendwie, man darf auch nicht zu doll schwingen. Ich ärgere mich schon, dass der erste Versuch schon wieder so gut war und jetzt alles andere. Wobei, ich habe ein Gefühl, so, ne? Ich habe ein Gefühl. Das ist kein gutes Gefühl. Und immer noch keine Ahnung. Hätte man diese Kiste nicht so einen Millimeter weiter nach links packen können. Wenn ich immer so am äußersten Rand an den Ding rankratzen muss. Ja, aber ich will es auch wieder schaffen, so, ne? Mal.
Ich krieg die Aufnahme noch einfach nicht, wenn ich es nicht schaffe, so Punkt. Hopp. Ah, reicht das? Natürlich nicht. Ich dachte kurz, ja, wenn man ein bisschen wegrutscht, ist okay, aber das war doch dann doch zu sehr weggerutscht. Ich könnte das auch mal links rum probieren, ne? Ist auch immer noch rechts rum, ist einfacher. Den Luftdruckbohrer. Ja, es war so nah am Rand, ich verstehe das Problem. Weil Welch will auch so tief wie möglich kommen, ne? Aber gleichzeitig ist. Ja. Werden sie dann da einfach in der Ecke zünden. Naja. Ja, das ist gut. Ist nett, dass das Ding nicht auf mich ballert, lo. Warum auch immer nicht, lo, aber ja. Also, wie gesagt, wieder so ein Moment, wo ich mir denke, okay, was haben die Entwickler jetzt eigentlich gedacht? Ist es genau das, was sie wollen? Ich weiß es nicht. Aber ich bin froh, dass ich gerade auf diese Idee gekommen bin, das zu machen. Und so bin ich auch der Tag danach. Ich würde das gerne, hatte man den Story-Modus schaffen, so. Nicht so weit runter. Also immer so ein bisschen schwingen. Nicht zu wild schwingen, was auch immer wild schwingen ist, so, aber ne. Ja, ich verstehe. Ich verstehe auch hier das Problem. Weil ich so weit geschwungen bin, konnte ich mich dann halt ins Wasser reinschwingen und das ist halt auch so ein bisschen fragwürdig, tatsächlich. Ist das links irgendwie gleich steil da so, ne? Also sind so unterschiedliche Einbuchtungen und so. Aber irgendwie sieht das links einfacher aus. Aber sonst. Nee, das ist beides gleich. Das ist aber viel, viel besser. Ich fand's cool, dass wir das heute toll gemacht haben. Wie gesagt, wollen wir, dass wir auch schon mal die Trophäe für alle Waffen bekommen haben. Weil keine, dann hätten wir es wahrscheinlich im Mehrspielermodus fahren müssen, aber hier, ja, kriegen jetzt einmal Geld und so ein paar andere. Aber halt, wäre es interessant, so wie die Superbombe. Ich erinnere mich halt jetzt wieder, dass es das gab, ja. Aber ein bisschen krass, dass die dann irgendwie dann aufgeflogen sind in späteren Worms-Spielen. Mal, kann man ja machen, so, ne? Ich will ja nichts kritisieren, so. Okay. Muss nur ein bisschen höher kommen, so. Ich sage, wir sind jetzt ein bisschen höher. Ja, sehr gut, ganz entspannt, ganz ruhig. Gibt eigentlich noch keinen Grund mehr, dass der Seil auch nicht treffen kann, so, ne? Außer er schwingt zu sehr und hat keinen Bock, irgendwie das Seil zu werfen. Mach geht jetzt mal hoch. Ja, ihr hättet eigentlich nochmal eine 2000 erfahren können, so. Boy. Ja, komm. Meine Güte! Was ist denn das? Ich glaube, ich sollte vielleicht irgendwie so ein bisschen nach oben drücken, so, dann klappt das vielleicht besser. Was hast du denn da so? Weißt du, dass ich schon so ein gewisses Gefühl habe, ne? Ein schwieriger ist halt, da unten gut lang zu springen. Aber einfach ganz entspannt, dann klappt das so alles. Ich glaube, das ist zu weit weg, oder? Ich glaube, das ist zu weit weg, ne? Ja.
Ich brauche da so einen guten Treffer landen. Ah, so langsam wird's wieder nervig. Das ist das nah genug dran. Hoffe ich. Dankeschön. Also das war knapp. Das verfickte Seil, Ninja-Seil. Han! Ich hab nach links gedrückt. Okay, das Problem war, ich hab nach links gedrückt. Glaube ich, wäre nicht geflogen und links war. Oder war eigentlich leider nicht. Ach, keine Ahnung. Man darf nicht so sehr die Kontrolle verlieren, aber frag mich nicht, was das heißt. Komm jetzt. Das Level schaffen. Einfach nicht so früh abspringen. Man darf übrigens auch nicht so spät abspringen. Aber wenn ich wieder ganz am Rand abspringe, dann lande ich halt. In der Regel so ein bisschen rechts von der Kanone, dann wird die Kanone einfach nur links geschleudert und naja, dann ist sie halt noch da, ne? Oh Mann, ey. Ninja-Seil. Ich sollte mal die Beschreibung von der letzten Folge, von der vorletzten Folge, da habe ich Ninja-Seil geschrieben. Aber hier heißt es ja offenbar Ninja-Seil ohne Minus, so, ne? Und sonst so? Ich werde heute Persona 5 durchspielen. Naja, mal gucken, ob ich das heute durchspiele. Wenn nicht, dann werde ich halt ein paar Tage nochmal ein Stream machen. In dem es ja wirklich durchgespielt wird. Also für mich endet es jetzt in der 28. In der 27. Kalenderwoche. Grüße gehen raus an Julian. Oh. Ne, Blacky? Das ärgert mich einfach, dass der erste Versuch wieder der beste war, ne? Ich hab immer so neue Ruhe, hab mal neue Ruhe, dann bin ich noch nicht so genervt, dann schafft man das auch mehr. Das Wichtige ist halt wirklich, dass nach dem Schwingen nicht mehr Lenker so. Also, beziehungsweise da oben sollte ich dann irgendwie nach oben drücken so. Aber halt so, wenn ich hier unten einfach so schwinge, dann so einfach so ein bisschen schwingen. Nein! Ja, okay, das war wieder. Das hatten wir ja schon mal. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Da bin ich jetzt mehr davon überzeugt als beim letzten Mal. Auch wenn der ein oder andere Cut bestimmt ganz gut tut, ne? So ein bisschen erfrischend. So, hey, guck mal, er ist voll gesprungen. So krass. Oha. Ja, und dann machst du halt immer mit Aufnahmebetten, Neustarten. So ist halt irgendwie am einfachsten, weil sonst müsste ich die Stellen suchen. So habe ich halt nicht so wirklich Lust drauf. Aber dass es ja nur ein Hobby ist und ich hier kein professioneller Hurensohn bin. Professioneller Hurensohn. Aber im Prinzip einfach immer hochdrücken dann direkt, wenn ich, nachdem ich es geschlagen habe, direkt hoch. Drücken, damit ich halt, ja.
Das sieht doch gut aus und jetzt einfach. Oh Gott, nicht. Oh Gott, beruhig dich bitte. Ich hab runtergedrückt. Ich hab einfach runtergedrückt. Gut. Ist das jetzt der Versuch? Ich hoffe es. Ich hätte mal einen Schluck trinken sollen, bevor ich es wieder auf Aufnahme drücke. Hi! Willst du mich. Ich bin da einfach viel zu, wie lag man so, weiß nicht, so, zu nah dran, das ist der Punkt, ne? Komm, wir machen das nochmal gemeinsam. Weil so lange dauert es jetzt auch gar nicht so, ne? Das Gute ist halt einfach, jetzt ist halt, keine Ahnung, mit Marvin was zu machen, irgendwie auch wieder eine sinnvolle Aufgabe. Das fühlt sich dann wieder so ein bisschen, angenehmer an. Leon ist aber auch useless, so, nicht so, aber, you know. Das ist, glaube ich, zu weit weg, ne? Ja. Guck mal, jetzt bin ich nicht so. Ne, ah, guck mal, ja, manchmal bin ich ein bisschen näher an der Explosion, deswegen irritiert mich das. Verstehe, glaube ich. Okay, jetzt so ein bisschen nicht so tief, so, nur so ein bisschen. Dankeschön, und jetzt einfach. Komm. Das ist eigentlich, glaube ich, sogar der einfache Teil, so irgendwie, so. Eigentlich kann ich eigentlich schon Feuer hochdrücken, so, ne? Ah, da war. Okay, da. Man darf nicht zu wild schwingen. Okay. Nicht so wild schwingen. Immer nach oben drücken. Und dann den Bogen richtig einsetzen. Hier ein bisschen wild. Meine Güte. Das war doch wieder sowas, war anders. Dann vielleicht sollte ich das nach oben drücken, doch sein lassen erstmal. Ich hab gesehen, was das Problem war. So ein Seil hat nicht das Ziel erreicht und bin vorher ins Wasser gefallen. Da muss man halt so ein bisschen. Ja. Einfach gar nichts drücken. Ich will gar nichts drücken, bitte schafft das jetzt einfach. Ich will nicht noch einen Schnitt machen. Das sieht gut aus. Ist aber wieder ein bisschen schmaler, glaube ich, der Streifen da. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich dann nicht einen Backflip in den Tod mache. Übrigens, der Controller übrigens wurde mich angekündigt, dass er leer ist, bevor ich die Aufnahme gestartet habe und ich habe mir jetzt bisher noch nicht angeschlossen. Naja. Ha. Wäre auch so einfach gewesen, wenn ich es erstmal geschafft hätte, ne? Ganz entspannt. Ganz entspannt. Okay, das ist eigentlich gut, wenn ich hier lande, weil dann habe ich eigentlich mal ganz gute Möglichkeiten. Ja, sehr gut. Und jetzt einfach. Ja, immer mal nach oben drücken, so. Ja. Controller, jetzt bitte nicht leer sein. Komm jetzt bitte einfach. Okay, links oder rechts? Ich glaube, links ist sogar so ein bisschen besser, ne? Komm, ich gehe rechts. Okay, sehr gut. Jetzt einfach und jetzt einfach runter mit dir. Jetzt hoffen, dass es passt, ne? Ist ja so ein bisschen glücksbasierend jetzt, so. Meine Armageddon kennen wir schon aus der letzten Folge, so.
Wetten, ich krieg diese andere Trophäe nicht, die mir hier versprochen wurde in diesem Level. Naja, Hauptsache wir schaffen's. Ich hätte 150 Schaden machen müssen. Ah, sie haben... Ah, 6 in einer Runde, stimmt. Die Trophäe gibt's ja auch noch. Cool. So, ich hoffe, das ist jetzt alles in Geld. Ich hätte aber irgendwie die andere Trophäe jetzt gerne so bekommen, ne? Naja. Dafür rüber informiere ich mich später. So. Und jetzt sollten wir alles an Geld zur Verfügung haben. Wir hatten aber, ich hatte am Anfang des Spiels schon wahrscheinlich schon ein bisschen was ausgegeben gehabt, deshalb bin ich so ganz auf die. Ja, die hatten glaube ich 20 schon ausgegeben, vermute ich mal. Keine Ahnung, weil die haben ja gefehlt irgendwie, der Laden. Jetzt muss man einfach alles kaufen. Na guck mal, da habe ich das gekauft. Nehme ich es auf? Gut, ich nehme eine Trophäe, bitte. Dankeschön. Gut. Dann wäre es das auch für diese Folge. Ich würde jetzt nochmal eine Folge aufnehmen. Nehmen wir einfach mir nochmal so ein bisschen die nächsten Level anschaue. Mal gucken, ob wir dieses Video zu sehen bekommt. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.